Könnt ihr das bitte mal reinschneiden? Das finde ich wunderschön. Für Rumänien tritt Roxen an. Ich glaube, sie wird so ausgesprochen. Die Roxen, die können aus Minga kommen. Ja, mei, die Roxen. Ah, die Roxen singt dieses Jahr beim Song Contest, ja, nicht immer das. Eine Sängerin, die sehr interessant ist, wird manchmal mit Billie Eilish verglichen, was ein bisschen hochgegriffen ist. Aber sie ist sehr talentiert, das merkt man. Sie singt das gut und sie ist auch verzweifelt. Verzweifelt genug für dieses Lied. Das Beste aber an diesem Song oder das Streitbarste ist ja der Text, diese Zeile. Alcohol you when I'm drunk. Ich finde das gut. Entschuldigung. Was ja eine Verballhornung ist von I call you, wenn man das dann ausspricht, in einem etwas alkoholisierten Zustand. What the fuck? Irgendwo fällt jedes Mal ein Englischlehrer tot vom Stuhl, wenn sie diese Zeile singt. Also hätte ich nicht geschrieben. Weil Alcohol you when I'm drunk heißt einfach gar nichts. Also es ist ein Wortspiel, aber das Spiel geht nicht auf. Alcohol you, ne? Kann man sich erstmal damit identifizieren. Ja. Es geht wahrscheinlich irgendwie um Alkoholsucht oder so. Wir machen ja irgendwelche doofen Witze. Ja, lass mal bitte. Ja. Ich habe auch mal in den Vorentscheid reingeguckt, was ich sehr schön fand. Kurz bevor dieses Lied dann gewonnen hat, hat das ganze Publikum Alkohol, Alkohol skandiert. Ist es pädagogisch wertvoll, sowas zu singen? Ist doch eine Familiensendung. Aber sie ist so süß und so jung noch und auch mit Zahnspange und so eine große Stimme dahinter. Ja, großartige Stimme, in der Höhe kommt sie richtig zu Potte da hinten. Ich finde, sie hat einen coolen Stil, sie hat eine geile Ausstrahlung. Das ist mal was Neues mit diesem Aufbau, den man am Anfang hat und der dann so... Krass, das ist echt witzig, weil normalerweise hast du ja, dass ein Song aufgebaut ist, du machst die Strophe, dann kommt die Bridge und dann kommt der Refrain und der setzt eigentlich immer noch einen drauf, um sich abzuheben vom Strophe und Refrain. Und hier ist eigentlich genau der Gegenteil. Eigentlich ist Strophe und Refrain viel kräftiger und im Refrain geht's voll runter und du hörst fast gar nichts mehr. Ja. Aber... Das aber. Ich möchte das nicht sehen, ganz ehrlich. Es ist ein 20-jähriges Mädchen mit einer Zahnspange, das davon irgendwelchen psoffenen Geschichten erzählt. Also das finde ich jetzt... Ich find, nee, das finde ich, ich find's unangenehm. Und ich finde es ebenso unangenehm wie das Kleid, das sie im Vorentscheid anhatte. Auch da muss man noch mal ausführlich drüber reden. Also ich kenne mich mit Brüsten ja jetzt nicht so aus. Aber gehört das so? Das sieht ja so aus, als würden ihre... Ist da oben irgendwie... Ich bin mir gerade nicht sicher, hat sie ihr Kleid... Also, ein bisschen zu kurz? Es ist... Oh. Okay. Es interessiert mich jetzt modetechnisch irgendwo. War wahrscheinlich auch schnell gemacht, so eine Kommunionstischdecke, sich einmal rumwickeln, ein bisschen Sprühkleber hier und da und sich einmal durchs Bastelgeschäft rollen. Mhm. Die sind auch abgeklebt. Ja, ne? Ja. Konzentrat auf den Song. Sie hat eine mega Bühne, wo sie sich gerade präsentiert und die wird eine große Karriere machen. Also zumindest in Rumänien, mit Sicherheit. Und ich hoffe auch darüber hinaus, mit einem neuen Stylisten.